Der Sommer ist vorbei, es geht weiter mit dem Herbst und dazu gibt es heute passende Jacken. Ja Leute, so langsam aber sicher können die Badehosen weggepackt werden, denn der Herbst steht vor der Tür. Und aus dem Grund gibt es heute passende Inspirationen für eure Herbstjacken, damit ihr auch in jeder Situation passend gekleidet seid. Alle Jacken aus dem heutigen Video verlinke ich euch auch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. Starten wir mit der ersten Herbstjacke, die gar keine Jacke ist, und zwar eine Weste. Eine Weste eignet sich im Herbst ideal, denn es gibt manchmal solche Tage im Herbst, die gar nicht so ganz kühl sind, aber auch nicht mehr warm sind. Und man möchte in diesen Tagen seinen Oberkörper, den wichtigsten Part des Körpers, auf jeden Fall trotzdem geschützt halten, und das funktioniert mit einer Weste ideal. Für mich zum Beispiel auch ideal, wenn ich nochmal eine kleine Gassi-Runde gehen möchte mit meinem Vierbeiner und einfach was überschmeißen möchte. Weiter geht's für die sportlichen Leute unter euch, und zwar mit sportlichen Jacken. Sind für mich im Herbst super, gerade dann, wenn ich auch noch draußen eine Runde laufen gehe, was ich einfach tagtäglich mache. Und grundsätzlich auch, wenn du einfach auch der sportlichere Typ bist und sportliche Looks kombinieren möchtest, sind solche sportlichen Jacken nicht nur gut zum Kombinieren, sondern auch multifunktional, heißt ideal geeignet für den Herbst. Weiter geht's mit einer Jacke, die sich tatsächlich für den späteren Herbst sehr gut anbietet, und zwar so eine Puffer Jacket. Die Puffer Jacket ist super leicht, ja, man merkt sie kaum am Körper, aber hält trotzdem super warm. Und gerade für die späteren Herbsttage kann man diese Puffer Jacket halt perfekt anziehen. Auch wenn du zum Beispiel während des Herbst vielleicht noch einen Städtetrip planst und unterwegs bist, für Reisen sind solche Jacken auch perfekt. Kurze Info für euch Leute, ich habe die Jacken einfach mal so für mich kategorisiert, damit man einfach einen Überblick bekommt. Es gibt natürlich auch sportliche, multifunktionale Puffer-Jackets, die regenabweisend sind, aber so hat man einfach mal einen Überblick, was es so an Jacken gibt. Und diese Jacke zähle ich zu den wasserabweisenden Jacken. Finde ich eine super Jacke, sieht sehr wertig aus, in marineblau, wasserabweisend und kostet noch nicht mal einen Fuchs. Also von daher Leute, so eine wasserabweisende Jacke ist in Deutschland auf jeden Fall ein Muss, denn es gibt auf jeden Fall einige Tage im Herbst, die ein bisschen ungemütlich werden. Weiter geht's mit der letzten Kategorie, und zwar den Jackets. Wer nicht weiß, was ein Jacket ist, eine Mischform aus Jacket und Shirt, und zwar auf Deutsch gesagt eine Hemdjacke. Sind in der letzten Zeit sehr in und gerade für den Herbst finde ich die richtig cool. Gibt's in verschiedenen Mustern, in verschiedenen Materialien, zum Beispiel in Wolle, halten dann im Herbst auch dementsprechend schön warm. Also eine richtig coole Option für den Herbst und auch vom Stil her genau passt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video heute ein wenig inspirieren für eure Herbstjacken. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Und wie immer habe ich euch alle Jacken aus dem heutigen Video unten in der Box verlinkt. Schaut da gerne vorbei und auf diesem Wege einen maximal coolen Herbst.